Ja, hallo liebe Angelfreunde. Ich bin wieder an der Wolfsgrube in Eschede. Jetzt habe ich ein bisschen Ruhe am Teich hier. Da ich ja die Jahreskarte habe, kann ich auch nach 17 Uhr hier noch fischen. Ja, vorher hatte ich nette Gespräche hier mit ein paar Angler, habe dann meine Bienenmadenmethode angewendet, die ihr ja auch schon kennt, und auch auf Anhieb diesen schönen Fisch gefangen hier. Herrliche Goldforelle. Ja, Gewicht schätze ich also gut 1,5 Kilo. Hat einen tollen Drill geleistet. Und wie gesagt, auf Sicht die Bienenmade ohne jegliche Beschwerung, frei am Haken, an der Hauptschnur, hat sie sich einverleibt. Ja, danach hatte ich auch schon einen Biss an der Grundrute, die ich ja auch schon vorgestellt habe. Und ja, jetzt werde ich ein paar andere Sachen testen. Heute mal ein Teigdreher an der UL-Montage. Mal schauen, was geht. So, zur Montage. UL-Rute. Dies ist eine mit einem Wurfgewicht von 0,5 bis 6 Gramm, 1,98 Meter lang. Kleine Diver-Rolle, sehr feine geflochtene Schnur drauf. 0,03er. Also vorne habe ich ganz normal vorgeknüpft mein Fluorocarbon-Vorfach, was ich sonst für Spoon nehme. Nur in dem Snap, wo sonst der Spoon drin hängt, habe ich ein Vorfach reingehängt mit einem 3W-Gewirbel. Dann kommt wieder Fluorocarbon, kleines Bleichrot und am Ende ein Teigdreher. Ja, und das wird halt die Montage, die ich hier einsetze. Gefischt wird das Ganze auf Sicht. Ich kann es zwischendurch mal absinken lassen. Mal sehen, was das Ganze bringt. So, die Schnur hat sich ein bisschen gelöst hier. Das Ganze wird wieder zentriert. Dann hoffe ich, dass der Teichdreher sich auch wieder dreht. Kurz vor den Füßen mal testen. Jawohl, funktioniert. Polbrille wieder auf. Dann schauen wir mal. Hier sieht man noch ein paar schöne Großforellen durch die Gegend schwimmen. Eine goldene habe ich ja schon erwischt. Die anderen Forellen oder eine richtig dicke ist hier noch. Ja, die interessiert sich eigentlich nicht für die anderen Köder. Da versuche ich jetzt mal mein Glück auf die Portionsforellen, die hier auch noch ab und zu ihre Bahnen drehen. Ich hatte auch schon, bevor ich jetzt mit dem Video begonnen habe, einen richtig harten Einschlag auf meinen Teigdreher. Hatte noch nicht mal die Chance, die Rolle aufzumachen, damit der Fisch ein bisschen Schnur nehmen kann oder abschlucken kann. Der knallte so rein und hat sich den Teigdreher komplett vom Haken gezogen. Ja, scheint zu funktionieren. Wurfweite ist sehr gut. Reicht für diesen kleinen Teich hier auf alle Fälle aus. Ja, ihr wisst ja, ich fische immer wieder wechselnde Methoden. Ein Tag klappt mal dieses, ein Tag klappt mal jenes. Immer wieder neue Sachen versuchen, das bringt in der Regel dann auch mal Fisch, wenn es bei anderen nicht so läuft. Also als ich den Tag hier begonnen habe, oder als ich den Abend hier begonnen habe, besser gesagt, waren hier noch zwei Angler und der eine hatte leider kein Glück. Ja, und ich habe dann gleich beim ersten Wurf die Goldforelle auf Sicht gefangen. Das war natürlich wieder, ja, Glück, was ich dann beim Angeln hatte. Ja, sieht sehr gut aus mit diesem Teigdreher hier. Hoffe, die Forellen finden es auch gut.
Mal sehen, ob da noch einer drauf anspringt. Und ansonsten wird wieder eine nächste Methode ausprobiert. Da steht noch eine Portionsforelle direkt vom Laub. Schauen, ob die Bock hat. Also nur mit dem Bleischrot auf der Schnur ist es auch einfacher, den Teichpropeller unter der Laubschicht lang zu ziehen, weil man hat nicht so viel Widerstand, als wenn man jetzt eine Pose hätte. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Da hat die Goldforelle zugeschnappt, leider nicht bekommen. Aber das System scheint aufzugehen. So, beim Teich brauchte erstmal wieder nichts. Jetzt versuche ich zwischendurch wieder die lose Bienenmade, die hier durch den Blätterwald durchzubringen, um somit so ein paar Forellen zu ärgern, die hier teilweise sich an irgendeiner Kante aufhalten. Ja, wichtig dabei ist es, die Bienenmade schwerelos anzubieten, dann schön im Bereich vor den Forellen sie auf der Stelle tanzen zu lassen. Das bringt oft nochmal den einen oder anderen trägen Fisch zum Anbiss. Die eine Forelle hat gar keinen Bock hier, kommt aber mal wieder. Ja, wie gesagt, manchmal klappt es, dass man eine Goldforelle anwirft und plötzlich kommt wie aus dem Nichts eine dunkle Forelle oder beziehungsweise eine Portionsforelle und schnappt sich die Bienenmade weg. Das passiert nicht nur einmal. Das hat man also sehr, sehr oft, weil dann tatsächlich in der Umgebung der Goldforelle noch andere Forellen aktiv sind, die man vorher gar nicht gesichtet hat. Jetzt habe ich eine. So, lange genug geärgert. Und dann konnte man sehen, wie sie den Köder entgegenschwimmt und dann die Bienenmade schön nimmt. Ja, macht noch ein bisschen Power hier. So, da ist das herrliche Stück. Wird versorgt und dann nochmal in die Kamera gehalten. Tja, was soll ich euch sagen? Es ist wieder die allereinfachste Methode, die Fisch bringt. Einfach Bienenmade, unbeschwert, am Einzelhaken, Fische ausmachen, Fische anwerfen, ja, Fische reizen, bis sie zubeißen. Wieder ein
Ein schöner Fisch. Tja, leider hängt auch die Bienenmade ab und zu im Laub. Kann da nicht absinken. Und da reicht auch die Fische nicht. Aber einige Würfe kommen dann durch. Und so hat man immer noch mal Hoffnung, dass man eine der scheuen und trägen Forellen erwischt. So, ihr Lieben, Bienenmarder hat nichts gebracht. Jetzt kommt sehr kleines Gummi, lose auf dem Haken. Dieselben Fische noch mal anwerfen, die ich gerade versucht habe. Mal sehen, was geht. So, ihr Lieben, wieder zum Abend hin. Uferpartie anschauen. Wo stehen ein paar Forellen? Hier ist jetzt wieder eine. Überwerfen. Schön den Köder vor der Nase spielen lassen. Das heißt, Angeln auf Sicht. Und hoffen, dass sie zuschnappt. Hat sie. Ja, genau dieser Fisch hatte vorher schon mal den Köder attackiert, dann aber verfehlt und der Anhieb ging ins Leere. Und genau diese Fische ruhig noch ein zweites Mal anwerfen und sollte dann kein Interesse mehr bestehen, Köder wechseln. Andere Köderfarbe, andere Köderform und dann hat man eventuell wieder Erfolg. So, eingenetzt. Und wird gleich präsentiert. Hier die Forelle. Schöner Portionsfisch. Hier ist der Köder. Schon vom Einzelhaken runtergezogen. Gucken, ob ich den ohne Brille wieder drauf kriege hier. Nur für ein kleines Stück, damit der schön noch spielen kann. Dann hoffen wir, dass wir die nächste auf Sicht bekommen. So, wieder bei den störrigen Fischen angelangt. Also hier unten steht eine kleinere Goldforelle und daneben noch eine dunklere Forelle. Die konnte ich vorhin beide mit der Bienenmadenmethode nicht überzeugen. Aber ich sehe schon die Goldforelle auch nicht mit dem dunklen Köder. Die hat schon das Weite gesucht. Also weiter geht's. Schauen, wo finden wir eine Forelle auf Sicht. Da sehe ich noch mal eine im Wasser stehen. Und die hat den Köder genommen. Ja, was soll ich sagen? Bienenmade lief überhaupt nicht mehr. Einmal gewechselt auf dunkles Gummi. Und schon bekommt man ein paar träge Fische wieder aktiv. Meine 2 Stunden Angelzeit, die ich sonst immer so ansetze, sind auch gleich wieder rum. Das ist jetzt auch schon wieder der 4. Fisch, der hier einen schönen Dreh gibt. Ja, und der wollte das kleine schwarze Gummi. So, Bienenmade verschmäht, Gummi genommen. Hier wieder diese nächste Portionsforelle auf Gummi. Dunkle Farbe. So, der Köder schon reichlich zerfetzt.
Ich hoffe, er bringt noch einen Fisch. Mal schauen. Kurz vor der Dunkelheit die letzten Lichtmomente noch ausnutzen. Tja, ich fische noch mal ein bisschen im Blinden. Das heißt, direkten Fisch kann ich nicht sehen. Lichtverhältnisse werden jetzt auch langsam schlechter. Aber da kam schon wieder eine Forelle und ich glaube, die hat auch Interesse gehabt. Steht noch in der Nähe und hat zugeschnappt. Ja, wunderbar. Richtige Farbe, kurz vor der Dunkelheit. Extrem dunkles Grün, fast schwarz. Beschert mir gerade den Fisch, wieder schöne 5. Fisch. Haken perfekt im Maulwinkel. Aber der Gummiköder hat sich verabschiedet. Da werde ich noch mal einen ranmachen. Wie gesagt, einfach nur Einzelhaken im Snap und da kommt der Gummiköder drauf. Aber das Köderspiel und so weiter kann ich selber überhaupt nicht mehr verfolgen. Das ist ein dunkler Köder. Sichtverhältnis immer schlechter. Eine Möglichkeit, die man nochmal hat, wenn die Sichtverhältnisse schlechter werden, ist vor dem dunklen Köder tatsächlich noch einen Tungstenhaken zu nehmen. Eine ganz, ganz leichte Perle und die aber farbig. So, selbst wenn man dann diesen dunklen Köder nicht mehr erkennen kann, so hat man dann manchmal nochmal die Möglichkeit, die Perle in Pink, in Gelb, in Rot, wie auch immer, zu erkennen. Dann weiß man auch, wo sich der Köder noch befindet. Dann heißt es nicht mehr ganz so im trüben Fischen, sondern man hat halt noch die Möglichkeit, irgendetwas ausfindig zu machen. Ja, und da hat er auch gerade den Köder genommen, aber den Biss konnte ich nicht verwandeln. War wieder eine Portionsforelle. Schön aufblitzen sehen. Aber haken konnte ich sie leider nicht. Ja, da hinten schwimmen jetzt noch ein paar Großforellen hier. Kommt gerade ein schönes U-Boot. Werfen wir mal in die Nähe. Von einer Forelle sehe ich da gerade noch den Schatten. Werde ich noch mal etwas gezielter anwerfen. Ist auch nur möglich, weil da unter... jetzt war sie kurz dran. Also ist nur möglich, sie zu sehen, weil da drunter ja ein bisschen heller Kiesfleck ist. Und der erlaubt es, die Forelle ausfindig zu machen. Junge, da kommt aber auch ein großer.
So, jetzt habe ich sie nochmal erwischt, die Forelle. Hat insgesamt dreimal den Gummiköder attackiert. Zweimal ging der Anhieb ins Leere. Und jetzt beim dritten Mal habe ich sie bekommen. So, eingenetzt und wird versorgt. Tja, ihr Lieben, da die Portionsforelle und im Maul hängt wunderbar gehakt das Gummi. Zwei, drei Versuche mache ich noch, bevor es ganz dunkel ist. Aber ich werde jetzt das Gummi wechseln, ein pinkfarbenes nehmen, das geht auch sehr gut. Und ja, schauen, ob ich damit noch jemanden überlisten kann. So, meine Lieben, dann werde ich die Angelzeit jetzt auch beenden. Für euch nochmal ins Gras gelegt hier. Die Forellen, die ich erwischt habe, gerade eben ging noch mal einer auf der Grundroute. Ja, wieder mal 7 Fische in so, ja, 2 Stunden ungefähr. Etwas über 2 Stunden. Ich bin wieder sehr zufrieden. Das AP ist halt immer eine Reise wert. Also Angelparadies Esche, Leute, ich kann es nur empfehlen. Sowohl die Porties sind wunderschöne Fische und immer wieder mal ein paar gute Lachse dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Udo.